Hi, mein Name ist Alexandra und ich möchte gern mit euch heute Herbstkränze binden. Es gibt so viele Materialien momentan in der Natur, egal ob es Früchte sind, ob es Blätter sind, ob es Fruchtstände sind. Es gibt so viele Sachen und ich dachte, ich zeige euch einfach, wie man einfach beim Herbstspaziergang sich einfach Sachen sammelt und dann einen Kranz bindet zu Hause. Los geht's! Wir fangen an. Ich habe verschiedene Kränze. Ich habe Kränze mit Hagebutten, mit Sedum, also der Sedum ist fette Henne, Lavendelfruchtstände oder Lavendelblüten abgeschnittene, Schafgarbe vom Sonnenhut, die Fruchtstände. Also es gibt wirklich jede Menge Sachen, wo man wirklich verwenden kann. Hier habe ich jetzt bloß von einer Hortensie, einen Kranz aus Hortensie gewickelt, ein bisschen Rosmarin getrocknet nur dazwischen. Natürlich kann man frisch dazu nehmen und dann trocknet er einfach nach und nach ein. Und ein paar Physalis dazwischen. Fertig ist einfach ein toller Herbstkranz. Und jetzt zeige ich euch, wie es funktioniert. Ich habe mir es jetzt einfach gemacht und habe einfach so Styroporunterlagen genommen. Gibt es in verschiedene Größen. Natürlich noch größer. Was es auch gibt, ist Strohunterlagen. Das ist eine Strohkränze. Was es sonst noch für Möglichkeit gibt, ist eben so ein Drahtring. Sonst geht so wirklich einfach in die Blumenläden, in die Gärtnereien und fragt es nach. Die haben das alle da und da könnt ihr euch dann was mitnehmen. Vielleicht findet ihr auch noch ein paar Blumen, wo gut eintrocknen, wo ihr da mitnehmen könnt. Und los geht's. Ich wickle eben, wie gesagt, auf einen Styroporring. Ich nehme dann einfach einen normalen Wickeldraht, den gibt es auch in verschiedene. Es gibt diesen dicken Wickeldraht, es gibt diesen oder den gibt einen dünneren, es gibt einen Schmuckdraht in verschiedene Farben, da könnt ihr wirklich nehmen, wen ihr möchtet. Kommt aber ein bisschen aufs Material drauf an. Wenn ihr natürlich jetzt sehr feine Materialien habt, wo ihr schon Angst habt, dass sie vielleicht ein bisschen brechen, wenn ihr es bindet, dann nehmt wirklich eher den Schmuckdraht, sonst könnt ihr den dicken Wickeldraht auch nehmen. Und den gibt es nicht nur grün, sondern auch eben diesen Blaulack geglühten. Viel geredet, jetzt geht's los. Ich zeige euch einfach nur meine Materialien. Also ich habe eben fette Henne mit dabei, ich habe Moos dabei, ich habe, das ist ein bisschen Kuddelmuddel, Hortensie, Buchs habe ich noch geschnitten, weil ich dachte, das passt einfach auch gut in der Herbstreihe. Es muss nicht immer nur in Frühjahrsgrenze sein. Hagebutten gibt es in groß und in klein. Fruchtstände, Lavendel und Rosmarin. Das ist eigentlich jetzt so mal meine Hauptzutaten. Und jetzt geht's los. Fangen wir an. Es windet sehr, es schlägt aufs Wetter um. Ich hoffe, ich schaff's noch. Wie gesagt, wir nehmen eben den Strohrümmer. Ich jetzt in meinem Fall den Styropor. Wenn er mit diesen Drahtringen nicht klarkommt, könnt ihr auch noch einfach Zeitungspapier drumherum wickeln. Dann sind sie ein bisschen dicker und dann kommt sie auch relativ gut damit zurecht. Ich lege einfach dann meinen Draht einmal um die Unterlage, verdrehe es gut, das ist ganz wichtig, dass er nicht mehr aufgehen kann und steckt das Ende in die Unterlage, egal ob Stroh oder Styropor, aber dass man sich einfach nicht verletzen kann. Dann wickle ich einfach nochmal ein, zweimal drumherum, dann ist er wirklich relativ fest und dann geht es einfach schon los mit dem drumherum wickeln. Schneidet euch eure Materialien vorher schon einfach mal ein bisschen zurecht, dann tut es euch einfach leichter, sie nachher dann nur anzulegen. Also das ist auch einfach ein Vorteil, als wenn man jetzt aus einem Riesenhaufen erstmal sich seine Zutaten sammeln muss und dann gucken muss, wie die dann eben zueinander passen. Beim Sedum habe ich es jetzt tatsächlich noch nicht ganz auseinander gemacht. Aber das geht relativ schnell. Aber wenn ihr Anfänger seid, macht es wirklich so. So, jetzt fliegen die ersten Sachen. Wenn ihr Anfänger seid, tut es euch wirklich leicht, einfach die Sachen wirklich vorher kurz in kleinere Stücke zum Schneiden. Und dann könnt ihr einfach wirklich Zutat für Zutat nur anlegen. Und es gibt kein Prinzip, das richtig oder falsch ist. So wie ihr lustig seid, legt ihr euch eure Zutaten an. Ich nehme jetzt eben immer nur ein bisschen Moos, wo ich dann sage, ich kann es ein bisschen strecken damit und ein bisschen füllen vor allem. Und dann ist es Fleißarbeit.
ein-, zweimal immer rumwickeln, dann hält es einfach auch relativ gut. Und vom Anziehen her ein bisschen darauf achten, wie vorher schon gesagt, wenn ihr wirklich Materialien habt, so relativ dünn sind, wo ihr Angst habt, dass sie brechen, die nicht ganz so fest ziehen, aber immer noch so fest ziehen, dass es einfach, wenn es eintrocknet, euch nicht wieder runterrutscht. Das ist eigentlich nur das Wichtigste bei der Grenze, wenn man jetzt eben Naturmaterialien verwendet, die im frischen Zustand sind, die trocknen einfach nur ein, dass man dann nachher auch noch was davon hat, dass die nicht runterrutschen von der Unterlage. Was sonst noch gibt, man legt eher außen längere Stücke an, innen eben kürzere. Aber das probiert ihr einfach aus. Das ist auch wirklich Übungssache. Und so geht es dann wirklich Reihe für Reihe, bis ihr dann euren Kranz fertig habt. Und wie gesagt, Materialien mischt ihr einfach so, wie es ihr euch oder wie es euch gerade reinläuft, wie ihr drauf seid, was ihr einfach verwenden möchtet nach und nach. Und dann werden die alle toll. Ich wickle und dann sehen wir nachher das Endergebnis. So, ihr habt vielleicht gesehen, dass ich zwischendurch nochmal Material geholt habe. Mir ist tatsächlich ausgegangen. Aber was ich sagen muss, ich habe es noch nie so mit Moos so viel gemacht und finde es aber mega toll. Und vor allem, ihr könnt einfach wirklich eine Lage Fruchtstände, Früchte, Blätter, sag ich jetzt mal, machen. Dann macht ihr wieder eine Lage Moos. Dann ist es auch ein bisschen geschützt, eben eure Fruchtstände, wenn sie einfach ein bisschen dünner sind vom Stiel her, quetscht ihr nichts und dann habt ihr wirklich ein bisschen einen Halt. Wenn ihr euch jetzt ganz sicher seid mit Früchte, ob die eintrocknen, dann würde ich sagen, dann sammelt ihr die einfach, nur vielleicht ein paar, legt ihr die daheim einfach mal draußen hin und schaut, ob die gescheit eintrocknen. Das seht ihr nach ein paar Tagen, ob die matschig waren oder ob die wirklich dann eintrocknen. Weil sonst macht ihr euch wirklich die Arbeit und habt dann nachher nichts davon, wenn die wirklich dann bloß abfallen. Gerade wenn ihr jetzt der Kranz an Türe oder so hinheben wollt, ist das natürlich ziemlich ärgerlich dann, wenn ihr euch die Mühe eben gemacht habt. Und sonst könnt ihr den ja aber genauso gut jetzt auch auf den Teller legen, nur ein paar Kürbisse vielleicht mit dazu und mit rein, eine Kerze rein, das als Windlicht dann verwenden und einen schönen Kranz drumherum. Also da gibt es wirklich ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und es macht einfach wirklich Spaß. Und die Materialien sind wirklich überall zum Finden draußen. Bei Moos, wie ich schon oft gesagt habe, wirklich schauen, dass man nur so eine Handvoll mitnimmt dann, dass einfach nur vieles im Wald bleibt, weil es einfach wichtig ist für die Bäume und auch für die Tiere. Aber ansonsten Laub, wo runterfällt, die Früchte, wo runterfallen. Wenn ihr selber im Garten eine habt, kannst du die natürlich schneiden, Fruchtstände. Es gibt auch viele Blüten, wo eintrocknen, eben Hortensie oder dann wie die fette Henne oder Chrysanthemenarten oder Astern, wo dann so ein bisschen in sich eintrocknen, wo man auch noch eine Weile stehen lassen kann. Also da schaut ihr einfach, was es alles gibt und es macht wirklich Spaß. Wie vorher schon gesagt. Der Schluss ist wie bei jedem Kranz. Ihr schaut einfach da so wirklich, dann schaut, dass ihr die Materialien, dass ihr die erste Lage, wo ihr eigentlich macht, die sollte relativ lang sein. Ich habe jetzt da immer einen Buchs verwendet, das ist dann einfach gleich schon mal einfacher. Oder ihr macht es so, wenn ihr sagt, ich kriege es einfach nicht hin, dass dieser Kranz überall gleich ist, dann macht ihr da ein Band hin zum Aufhängen oder als Deko, dann habt ihr da auch zu und man sieht eure Bindestelle dann auch nicht, wenn ihr das. Also das ist wirklich auch nochmal so ein Trick. Wenn es wirklich nicht ganz zugeht oder ihr sagt, es überlappt einfach nicht die Materialien dann oder die zwei Schichten, die letzte und die erste, dann trickst du ein bisschen, das ist auch erlaubt. Und mit dem Moos muss ich sagen, geht's auch gut, da könntest du wirklich jetzt nochmal eine Lage Moos drauf machen, dann ist es auch zu.
durch die dickere Unterlage kriegt es auch einfach schon mal ein bisschen was, einfach ein bisschen einen dickeren Kranz dahin. Das ist auch ein bisschen wie ihr wollt. Aber ich finde, im Herbst finde ich sie einfach toll, wenn die einfach so, sag ich, ein bisschen moppelig sind. Ja, gehört einfach dazu, zu der Vielfalt von den Früchten, dass es einfach ein bisschen dicker sein kann. So, letzte Lage. Wieder verzwirbeln. Seitenschneider nehmen. Ich nehme jetzt die Rebschere. Ich weiß, es ist nicht optimal, aber jetzt kein Seitenschneider da. Und wieder das Ende reinstecken. So wie am Anfang auch. Da ist ein Stück von. Und fertig ist der Kranz. Wenn es euch gefallen hat, macht es gerne nach. Es macht wirklich viel Spaß. Ja, ich hoffe, dass es gut erklärt war, dass ihr alles gut wiederfindet. Sonst sage ich viel Spaß beim Nachmachen. Wenn ihr Bock habt, den Kanal zum Abonnieren, klickt die Glocke, dann kriegt ihr wieder mit, wenn ein neues Video angeboten wird, sagen wir so. Sonst dürft ihr gerne ein Like da lassen, freue mich auch riesig. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.